Auch bei Bares für Rares weihnachtet es sehr. Wolfgang Mönigs Wunsch, ein hoher Erlös für seine Weihnachtspyramide. Also ich denke, der Wert liegt mindestens bei 1000 Euro, die ich auch gerne erlösen möchte, da vergleichbare Exponate auch in der Größenordnung, selbst als neue Weihnachtspyramiden schon in dieser Größenordnung liegen. Und das geschätzte Alter des Stückes ist 80 bis 100 Jahre. Hallo, Mönig, schönen guten Tag. Maja, hallo, Herr Mönig. Ja, ich schließe mich direkt mal an. Horst Lichter, hallo. Wolfgang Mönig, hallo. Herr Mönig, guck mal, das ist doch schon so Weihnachtsstimmung, ne? Albert, oder? Toll, toll, toll. Sehr hübsch. Erbstück oder gefunden? Nee, nee, Erbstück von meiner Mutter. Die ist verstorben, aber meine Eltern hatten in Aachen Antiquitätengeschäfte. Oh, das wird jetzt ganz gefährlich. Also Antikgeschäfte. Albert, halt dich fest, der Mann hat Ahnung. Ne? Also wenn die einen Antikladen hatten und das ist von der Mama, dann ist er mit Sicherheit richtig was wert, oder? Ja, das denke ich schon. Aber es ist ein Stück, ich kann meine Mutter nicht mehr fragen, sie ist ja verstorben, was in der Familie seit, ich glaub, 15 Jahren ist. Also noch gar nicht so lange? Nein, ich hatte jetzt mit anderen Zahlen gerechnet. Nein, aber meine Mutter hat das in Seifen im Erzgebirge gekauft, nach der Wende. Und weil das ein Stück ist, wo wir uns jetzt nicht so mit ausgekannt haben, habe ich gedacht, ich wende mich mal an die Experten. Ihre Weihnachtspyramide ist eine ganz außergewöhnliche. Sie ist unheimlich groß, unheimlich dekorativ. Und in dieser Größe, in dieser relativ guten Erhaltung, habe ich auch selten was gesehen, muss ich dazu sagen. Sag mal, die Figuren da drin, das ist ja eine Unzahl an Figuren. Oder? Also was interessant ist, das ist die Weihnachtsszene dargestellt. Mhm. Und das Christkind ist allerdings aus Wachs. Das Kleine, das war typisch. Ansonsten ist fast alles original. Der Himmel, diese blauen Flügel, die sind meiner Meinung nach mal nachgemalt worden. Also dieses Blau ist nicht original. Mhm. Ja. Ich schätze Ihre Weihnachtspyramide auf ca. 120 Jahre alt. Mhm. Die dürfte gemacht worden sein um 1900. Was ganz typisch war, ist dieser gotische Stil, dieser Kathedralenstil einer gotischen Kathedrale. Aber das wurde auch gemacht bis 1910, 1920. Okay. Aber danach nicht mehr. Deswegen muss es davor sein. Und was auch typisch ist für diese Zeit, sind diese Elastolin-Figuren. Diese. Jetzt habe ich mal eine Frage. Hat Mama denn irgendwann mal gesagt, wie teuer die gewesen sein könnte? Ich glaube, 1500 Mark oder sowas. Aber ich kann es nicht beschwören. Gibt es Sammler, die jetzt genau auf sowas zielen und sagen? Es gibt natürlich unheimlich viele Weihnachtssammler, die alle Objekte, Krippen, Figuren, Bilder, die mit Heiligabend zu tun haben, kaufen. Und in der Vorweihnachtszeit ist sowas natürlich sehr gut verkäuflich. Sag uns doch beiden mal expertisentechnisch, was es tatsächlich wert sein könnte. Ich mache zwei Preise. Ich mache einen Preis mit 500 Euro für die Kathedrale, weil das eine sehr aufwendige Arbeit ist. Mhm. Da hat einer sehr viel Laubsägearbeit, sehr viel Mühe reingesteckt, diese Kathedrale zu machen. Und dann mit den ganzen Figuren, die man auch einzeln sehen muss, die ganzen Figuren, noch mal 300 Euro und so komme ich auf 800 Euro. So, damit wären wir ja schon wieder, wir wären ja wieder bei dem Betrag in etwa, was die Mutter auch mal ausgegeben hat. Mhm. Wären Sie denn zufrieden damit? Ja. Also, Herr Mönig, ich bin gespannt, was oben passiert. Ihr Kärtchen. Vielen Dank. Ja, lassen Sie stehen, wir bringen es hoch. Sie marschieren schon mal langsam vor. Vielen Dank. Ja, Herr Mönig, toll, toll, toll. Dankeschön. Schön, dass Sie da waren. Wenn diese Figuren aus Holz geschnitzt gewesen wären, wäre die ganze Pyramide wesentlich mehr wert. Aber die waren in Lastolin und das war Masse und es wurde auch in großen Stückzahlen produziert. Ich mag gerne Typen und insofern liegt mir persönlich vom Charakter her der Ludwig sehr. Wir werden dann sehen, ob sich da was anbahnen kann. Wünschen darf man sich alles. Ob Ludwig für Wolfgang heute das Christkind spielt? Ja, Ludwig, komm. Unser Antikpapst. Erzähl mal was. Ja, ich möchte mal sagen, das Teil ist saugut. Ist auch alt und ein super Stück ist das. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Grüß Gott. Servus. Da haben Sie was Schönes mitgebracht. Sind Sie auch im Erzgebirge? Nein. Nicht. Ich komme gerade aus Nürnberg. Ja. Aus Franken. Das hat ja eine Tradition. Ist aber aus dem Erzgebirge. Walter, mach mal deinen Kommentar. Marschiere mal nach vorne und schau dir das Ding mal an. Schön ist die. Scheint doch alles dran zu sein. Tja, da kommt's auf den Preis an. Was habt ihr euch denn da vorgestellt? Jetzt kommt's. Nichts natürlich erstmal. 1500 Euro. Das ist entschieden zu hoch.
Na, das war früher so mal, aber heute geht das nicht mehr. Die Zeit ist vorbei. Schätzpreis, denke ich, nicht mehr wie 600 Euro. So gerne gleich. Das wird aber schon hart. Nein, ich sag jetzt Schätzpreis, oder? Ja, also wir jetzt. Zwischen 600 und 700 Euro. Also für 600 Euro würde ich sie nicht hergeben, nein, weil entsprechende Stücke, allein die Pyramide nackt. Ja. Bei 700, 800 Euro liegen, gerade in dem Zustand. Ich vermisse so ein bisschen die holzgeschnitzten Figuren. Die sind nämlich sehr wertig und werden auch sehr gesammelt. Also wir haben hier Pappmaché-Figuren und ein paar Bäume. Müssen nicht authentisch sein. Ja, das Thema ist der Sache des Alters. Die Holzfiguren waren später. Die Lassolin-Figuren sind aus der Jahrhundertwende. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe ein ähnliches Stück. Bin so groß, also fast mannshoch. Die Leute finden das zwar alle total toll, aber der Hype ist leider vorbei. Schön ist es allemal, aber ein... Die Schickisti, da gibt nix. Ein Fünf gibt's da überhaupt nicht. Also von mir nicht. Nee. Ich eröffne mal damit ein Gebot. 400 Euro. Also, sowas ist natürlich an Weihnachten eine tolle Sache. Keine Und Frage. Ich finde, so ein Stück in der Erhaltungszustand, in der Größe, das war auch nicht irgendwas, das war schon ein Hingucker. Ich finde schon, dass ich dafür bereit wäre, 450 Euro zu geben. Ich gebe 500. Gut, lassen wir die 1500 mal stehen. Aber wir wissen alle, 500, da nehme ich sie wieder mit. Wir können 600 sagen. Klar können wir das tun. Aber wenn Sie diese Vorstellung haben... 500 war mein letztes, also ja. 600 bin ich raus. Ich bin ja raus bei 600. Kommen wir ins Geschäft. Machen wir 700. 700 ist gut bezahlt. Okay, 700 Euro. Ja. Gut, das freut mich. Sehr gut. Mich auch. 100, 200, 300, 400, 500, 600. In 50ern sieht das aus wie ein großes Vermögen. Bitte sehr. Tschüss, danke. Gerne, tschüss. Ich glaube nicht, dass ich die falsche Taktik hatte, da sich das Angebot im Rahmen der Expertise bewegt. Und außerdem man ja auch berücksichtigen muss, dass es sich um einen Ankaufspreis handelt.